So, einmal der Palsteak. Wir ziehen hier so viel Leine raus, wie wir später haben wollen. Das ist unsere Bucht. Das beschreibt dann die Größe der Bucht, die wir beim Palsteak brauchen. Das heißt, großer Poller heißt auch, wir brauchen eine große Bucht. So, wir erzeugen hier unser Auge immer im Uhrzeigersinn und halten dieses fest. Wichtig ist, dass das Auge nicht zu groß ist. So, dann gibt es diesen schönen Merksatz. Wir kommen mit der Schlange aus dem Teich, um den Baum herum und von oben gehen wir wieder in den Teich rein und ziehen fest. So, ich mach's nochmal. Also das Wichtigste ist, dass hier das Auge immer in der gleichen Richtung ist, also im Uhrzeigersinn. Da hilft der Zeigefinger. Dann können wir das hier so festhalten. Kommen aus dem Teich um den Baum herum und gehen von oben wieder in den Teich rein und ziehen fest. So soll er aussehen.